11 Minuten mussten die Lokfans mit ihrem ersten Torjubel bei der SG Taucha 99 warten. Traumtreffer durch Sierch in den Winkel. Die Randleipziger als Spitzenreiter der Landesliga in Blau-Gelb hielten bis zur 73. Minute dem Druck des ersten FC Lok stand. Dann köpfte Ziane zum 2:0 ein. Eine Vorentscheidung. 4 Minuten später Adigo nach Atilgan-Pass mit dem 3:0 Endergebnis. Lok Leipzig steht damit im Achtelfinale des Sachsenpokals.